Hier spricht wieder Ustra, es geht weiter mit The Forest und ich werde schon wieder belagert hier von irgendwem. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Frau Holle, die ist wahrscheinlich nicht weggelaufen. Und ich habe keine Stöcke mehr und ich habe auch keine Seile und ich habe eigentlich gar nichts. Und ich versuche jetzt erstmal meinen Lockholder und eine Bank zu bauen. Und wenn ich das geschafft habe, dann hoffe ich, den nehme ich mal mit, den Typen. Man weiß ja nicht, wofür man so einen Typen mal braucht, ne? Eventuell kann ich ihn mit Gliedmaßen abschneiden oder sonst irgendwas machen. Hört sich makaber an, ist aber leider ein Teil von dem, was man hier machen muss, um eventuell mal... Lass mich in Ruhe, vor allen Dingen, um hier weiterzukommen. Ich wünschte, ob... Ich wüsste gerne, ob ich da oben noch einen Lock habe. Nein, das war nur Blätter rascheln von mir selbst. Ich bin doch nicht unbedingt zielsicher, was diese Dinger hier kaputt machen betrifft. Normalerweise kann man die sicherlich kaputt machen, um Stöcke zu bekommen. Da hinten laufen sie. Aber keine Chance. Okay. Dann versuche ich mal... Ah, ich weiß es auch nicht. Ich bräuchte schon ein paar Stöcke, solche Dinger hier. Nämlich noch 7 Stück. Das könnte man hinkriegen, wenn man die Augen aufhält. Ich werfe mal den Stein dann ins Wasser. Blub! Ne, ich glaube, das war kein Stein, da ist noch was anderes reingefallen. Naja, wir wollen mal gucken, was passiert. Ich meine, wir wollten die ganze Insel... Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, was für ein Problem ich habe mit mir selbst. Aber ich treffe irgendwie gar nichts mehr. Seit ich diesen Typen jetzt getroffen habe. Habe ich jetzt eine Psychose, weil ich den umgebracht habe, den Eingeborenen. Oder was ist hier los? Das würde ich ja... Vogel! Oh. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ach, auf einmal trifft er dann doch den Ast. Ich mache jetzt diesen Baum platt. Jedes Mal will er, dass ich diesen Baum treffe, dann werde ich den... Dann werde ich den jetzt auch treffen. Kein Problem. Ach, meine Freundin ist wieder da. Ey, zur Hölle mit der. Die hat's aber auch eilig. Ich habe gesagt, wir ziehen doch nicht zusammen. Kannst du nicht einfach mal gehen? Nein, der muss in die Richtung fallen. In den Rücken. Ist es denn ernst? Oh Mann. Tja, tja! Lauf, 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 lauf. Und schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Wir müssen Schluss machen mit ihr. Sie ist gefährlich. Und komisch. Kann sie nicht ihren Freund essen und dann einfach gehen? Ist das ein Ding, was wir machen könnten? Ja, ich habe eine Bank gebaut. Kommt schon, Leute. Ein bisschen Zuspruch wäre nicht schlecht. Was soll ich nur tun? Ja, sogar der Donnergott ist voll sauer, was hier passiert. Wäre ich übrigens auch. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Warum sind überall diese dreckigen Eingeborenen, die mich irgendwie daran hindern wollen, meinen Traum zu verwirklichen? Oh, das ist der letzte Stock. Das ist gut. Hol ich da hinten noch die Loks? Wenn ich denn in der Lage bin, mich zu bewegen. Ich hoffe, die Alte ist weg. Die kommt nie wieder. Aber ich habe das Gefühl, dass sie mich gleich einfach wieder irgendwie anruft oder vorbeikommt, ungewollt. Oder irgendwie sowas. Und dann habe ich sie wieder am Sack. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Ich bin so ungeschickt. Beim The Forest spielen. Sie wollen mich alle töten. Und ich weiß nicht mal warum. So, dann machen wir erstmal so. Bam. Und machen C, um hineinzulegen. Okay, ja, das ist doch ein okay Dings, was man machen könnte. Ich könnte das hier machen. Ich könnte Zeitbombe oder Molotov-Cocktails bauen. Einen Bogen könnte ich bauen. Okay. Mit 10 könnte ich nichts machen. Sehr schön. Das trage ich jetzt einfach erstmal alles.
Dann hole ich mir meinen leckeren Energy Drink. Und hiermit kann ich blaue Farbe und orangene Farbe machen. Okay. Und wie mache ich das? Mit Fleisch. Nein. Mit Alkohol. Nein. Mit Geld. Nein. Mit einer Feder. Nein. Mit einem Walkie-Talkie. Nein. Mit einem Rucksack. Nein. Mit einem Stein. Da kann ich nur eine Axt mitmachen. Dafür brauche ich aber Stöcke. Habe ich auch nicht. Ah, verdammt. Ich habe einfach nichts. Die traurige Wahrheit. Ja, ich glaube, wir müssen den mal hier eben... Entschuldigung? War da irgendwie da irgendjemand? Nein? Okay. Dann werde ich jetzt mal eben versuchen, diesen jungen Mann hier zu häuten. Ja, wir müssen diese dreckige Arbeit einfach machen. Tut mir leid. Na, er rollt der Kopf. Okay. Arme und Kopf. Was können wir daraus machen aus Arme und Kopf? Schauen wir mal. Eine dekorative Schädellaterne können wir machen. Oder wir können Stock am Stein machen. Ich glaube, ich mache erstmal Stock am Stein und schmeiß das hier hin. So. Das muss ja nicht mitten im Lager sein, dass ich das hier hinballer. Sieht natürlich auch scheiße aus. So, wir haben schon mal Stock und Steine. Wir haben keinen... Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber der Kopf hängt so lange in der Luft, bis ich einen Stock habe. Ist okay. Ich beeile mich schon. Wenn ich denn einen... Na, das nehme ich mal mit. Wenn ich denn einen... Nicht schon wieder. Nein. Gehen Sie bitte weg. Ich mache da nicht mehr mit. Bei Ihren komischen Rufspielchen. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. So, das war zwar nicht so ein Kopf von einem von denen, aber wir haben den Kopf trotzdem. Ich kann den Körper immer noch wegtragen. Ohne Arme und ohne Beine. Das ist schön. Und auf Wiedersehen. Wo ist die Leiche hin? Ich kann doch weiter werfen, als ich dachte. Naja. Weg damit. Was keine Miete zahlt, muss raus. So, der Kopf kann hier stehen bleiben. Kann ich den anzünden oder so? Ja, ich kann den anzünden. Whoop. So, jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, hoffe ich. Lasst euch das an der Lehre sein. Hier wohne ich. Und ihr macht böse Sachen mit euren Körpern. Und ich brauche jetzt unbedingt irgendwas, um Lebenskraft wieder zu erlangen. Weil sonst sieht es schlecht aus. So ungefähr sieht es gerade leider wirklich aus. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ich könnte hier hochlaufen und weiter den Berg hochklettern. Oder ich könnte wieder in eine andere Richtung gehen und mich da umgucken. Oder ich versuche mal so eine Höhle ausfindig zu machen und da reinzugehen. Obwohl ich keine Axt habe und deswegen extrem schwach bin wahrscheinlich. Oh, ich bin nicht in Flammen aufgegangen, als ich daran vorbeigelangt bin. Sehr gut. Puh. Okay, wir gehen mal da lang und wir speichern nochmal eben. Und ich denke, dann können wir uns noch ein bisschen umsehen. Alles klar. So. Vielleicht lande ich auch nochmal in irgendeinem... Vielleicht verprügelt mich doch noch gleich einer. Dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Da hinten laufen sie wieder. Ah, die haben noch nicht gecheckt, wo ich herkomme. Das ist viel wert. Denke ich. Ja, nimm den einen mit, lass den einen liegen. Blöd ist, dass man hier nicht aussuchen kann, ob man Steine oder Stöcke mitnehmen kann. Das wäre nämlich auch noch interessant. Oh. Hallo! Ich weiß, dass ihr voll sauer seid, dass ich rumlaufe und dass ich überhaupt lebe. Aber es tut mir leid. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung, solange bis ich Joghurt wieder gefunden habe. Oh, ein Schwein! Oh! Quiek, quiek! Wirklich? Komm ran, du Vieh! Generic Meat. Fresh Generic Meat. Ja, okay, ich kann nicht mehr davon tragen. Auch schön, aber die Leiche ist trotzdem weg. Ich hätte mir aus dem Wildschwein gerne irgendwie die Haut genommen oder die Sehnen oder vielleicht auch die Knochen. Um daraus. Ah! Schon wieder so ein Typ! Wieso? Wo kommst du her? Lass mich in Ruhe! Warum stand der einfach vor mir? Ich krieg noch einen Klabuster! Was ist denn hier los? Die Welt ist so schlecht zu mir! Und ich bin so ein netter Typ!
Was ist denn das da unten für eine? Ist das meine Krankheitsanzeige oder was ist das? Ist das meine Angst? Kein Plan. Oh, was ist das? Da vorne ist doch wieder irgendwas. Nein? Ich meine, ich habe hier was gesehen und dachte, hier wäre wieder so ein Effigy von denen. Und schon nicht. Naja, wir gehen trotzdem mal weiter. Richtung Berg? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Es ist zumindest ein Weg. Und ich werde diesen Weg gehen. Auch wenn ich nicht weiß, wo mich dieser Weg hinführt. Hallo, Bambi. Ah, das ist fit. Ziemlich kalt hier. Aber nicht da, wo ich jetzt sagen würde, oh. Es lohnt sich, hier hinzukommen. Die kahle, kalte... Ah, hallo, Mr. Waschbär. Die kahle... Du bist nicht wirklich schreckhaft, oder? Nein? Ah, kenn ich. Unerschrocken, majestätisch. Jeha! Ah, naja, gut. Das sind nicht alle, motiviert, dieses Spiel zu spielen. Ich sehe es schon. Nicht mal die Tiere haben Lust. Oh Mann. Wirklich? Ja, okay. Felswand. Schön. Interessant. Noch kälter. Da oben ist der Berg. Der ist noch nicht ganz gerendert. Das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Hier ist ein Stein. Ach, das ist eine Tanne, okay. Ich dachte, da wäre eine Höhle oben in dem Berg. Es ist zwar kalt, aber ich sehe irgendwie noch nicht so wirklich, warum man hier oben hingehen sollte. Hallo? Oh, das sieht aus, als ob man was vergessen hätte zu schließen. Da will ich nicht hingehen. Das sieht nach einem Bug aus. Vielleicht ist doch der Trick der Eingeborenen, alles wie ein Bug aus. Hallo? Ist hier jemand? Es ist kalt und es ist blöd. Und, naja, wenigstens habe ich Schuhe an. Aber trotzdem, ihr wisst schon, was ich meine. Hallo? Irgendjemand? Ist hier eine Lawine runtergekommen? Sieht so ein bisschen danach aus. Oh, da ist vielleicht eine Höhle. Nein, ist keine Höhle. Verdammt, ich gehe. Ich glaube, hier war ich schon mal in dem Video, was ich gemacht habe zu The Forest. In der Random Show. Ist auf jeden Fall viel größer geworden, die Welt, als vorher. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber so richtig schön ist auch was anderes. Kann ich hier runter mich abseilen oder so? Wenn ich ein Seil hätte, wahrscheinlich. Ob ich schaffe, in den Schluss zu springen? 50-50. Woohoo! Oh, oh, oh. Also... Ich wäre wo, wie, was, warum? Wieso wisst ihr, dass ich hier bin? Hallo? Schönen Popo hast du. Der ist auch haarig. Komm schon. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da kann man sich ja wohl den Hintern mal rasieren. Herrlich jetzt. So, auf jeden Fall bin ich in deren Höhle. Und das ist gut, da war ich nämlich letztes Mal auch drin, wo wir aufgehört haben. Man kann direkt nach oben, das ist interessant. Also bin ich nicht unbedingt gezwungen, hier zu bleiben. Jetzt hör doch mal auf zu stöhnen und zu atmen und überhaupt zu leben. Mein Gott, kann nicht so schwer sein. So, ich will den nicht rausholen, ich will... Ja, einen Axt craften, aber das brauche ich Seil für. Ich habe aber... Oder kann ich hier Sepp nehmen? Nein. Na gut. Brauche ich nochmal mein Licht? Ich habe einen Schädel! Das ist auch nicht schlecht. Wuhu! Naja. Und ein Stein. Und Geld. Und ein Stock. Und Stein. Und Geld. Und ein Stock. Und noch mehr Leichen. Und noch ein Stock. Und ganz viele Käfige. Und vielleicht sollte ich einfach rausgehen. Ich bin mir nicht sicher. Die Schrecken, die ich hier sehe. Ah, ein zertrennter Körper. Und hier ist eine Lampe. Und der hat Münzen. Oh, und? 3 von 4 Map collected? Moment mal. Es gibt eine Karte für den Dreck? Stück einer Karte. Okay, interessant. Das ist ja wirklich interessant.
kombinieren. Okay. Es sieht ziemlich gefährlich hier aus. Oh, es geht weiter runter. Okay. Weiter runter ist sicherlich kein Ort, an den ich jetzt gehen werde. Aber eine Karte finden wäre eine geile Sache. Auch wenn ich nicht weiß, was mir diese Karte erstmal bringt. Kann ich nicht die Medizin irgendwie machen oder so? Eat. Naja. Das zu essen hat mir auch nicht wirklich was gebracht. Entschuldigung. Koffer. Stücke. Koffer. Jede Menge Getränke. Okay, auch nicht so richtig. Hilfreich. In die Richtung geht's nicht weiter. Ja, dann werde ich mal versuchen. Ich meine, wie hardcore bin ich? Gerade noch zusammengeschlagen, jetzt wieder mit einem Hand, mit einer Hand hier locker flockig aus dem Loch aus. Oh, die haben jetzt einfach nur da reingesteckt. Okay. Na, jetzt macht, jetzt zieh doch nicht wieder das Kartenfragment an. Das ist doch jetzt schon durch, das Thema mit der Karte. Jawohl, Seile. Seile ist gut. Fun Drink. Yeah, man. Gib mir all dein Fun Drink. Energy Drinks. Immer damit. Das sieht scheiße aus. Oh ja, eine moderne Axt. Das ist nun meine. Fun Drinks. Stoff. Ich will ja nur... Top. Okay, den Laptop hauen, um das zu kriegen, alles klar. Sobald macht's ja alles Sinn und alles schön, aber warum ist dieses... Warum haben die mich einfach in ein Lager gesteckt, das einfach fucking leer ist? Eine Flare? Ach, Dynamit! Ja, nehme ich auch. Kein Problem. FedEx-Kisten mit Platinen, alles klar. Und hier ist... Ah, ein Tennisball. Ja, okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal nach... Aber guck mal, wie weit ich weg sein muss, wenn die beiden Standpunkte nebeneinander liegen. Das heißt, ich bin am ganz anderen Ende dieser Welt. Was ja nicht schlimm ist auf der einen Seite. Ja, das Feuerzeug kannst du ausmachen. Das ist mitten am Dach. Oh, Rabbit, Rabbit, Rabbit. Heilpflanzen nehme ich sowas von mit. Bringt zwar nicht viel, bringt aber irgendwas. Und ich weiß jetzt, dass wir da hin können. Oder wo das ungefähr liegt. Ich hätte mir einen Stickmarker machen können. Mache ich aber erstmal nicht. Interessant, auf jeden Fall. Tiefer in die Höhle hätte keinen Sinn gemacht mit dem Stück Leben, was ich noch habe. Ich habe auch, glaube ich, keine Painkiller mehr. Ich hatte jetzt nicht geguckt. Nee, aber ich habe einen Kompass. Das ist also Richtung... Süden. Ich lebe eher Richtung Norden. Okay. Wir machen mal die moderne Axt. Die ein bisschen blutig ist. Kann ich den irgendwie wegstecken, den Kompassmann? Okay. Soweit so cool, würde ich mal sagen. Ein Kompass ist auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt wüsste ich nur gerne, wofür ich diese Karte brauche. Noch ein leeres Dorf wahrscheinlich. Entschuldigung, ich dachte, hier wird niemand leben. Geh einfach mal weg. Tut mir leid. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich vergiftet an dem Dreck. Huch. Einfach durch den Baumstamm gefallen. Manche Sachen sind wirklich nicht so gut. Oh nein, nicht schon wieder hier. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Warum gibt es so viele von diesen Eingeborenen? Ja, ich möchte sein oder nicht sein. Das ist jetzt nicht die Frage. Nimm die Axt und nimm doch mal hier so einen Energy-Drink oder so und schleich dich weg, bevor der böse Mann kommt und dich haut. Ist es keine Idee? Nein? Meine erste Idee wäre es gewesen. Und warum bist du erschöpft? Im Zustand der Angst kennt man keine Furcht. Kennt man keine Erschöpfung. Wirklich?
Ach, Bambi, jetzt bewegst du dich wieder. Na, das wird auch Zeit. Wo bin ich denn hier gelandet? Kann ich nicht mal eben schnell irgendwas... Okay, da waren wieder welche. Kann ich nicht mal schnell irgendwas bauen, um... irgendwie... kurz... Was ist das? Das ist auch nochmal Bambi. Mal kurz zu speichern oder irgendwas zu machen. Jetzt hängen die noch mehr aufeinander. Vielleicht hätte ich in die andere Richtung laufen sollen. Oder sind sie hintereinander? Das kann natürlich auch sein. Und ich bin gar nicht so weit weg. Ja, gelobt sei mein erstes Hütchen. Jawohl, ich bin so froh, wieder irgendwo zu Hause zu sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Forest, wenn du Ideen für mich hast. Immer ja damit. Ich habe nämlich gar keine Ahnung von dem Spiel. Merkt man kaum. Ne? Professionell wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.